Hallo! Heute gibt es ein Video, was ich so noch nie gemacht habe, denn wie ihr vielleicht wisst, ist diese Woche Black Week. Beziehungsweise diese Woche ist einfach Black Friday, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ist es so, dass man eigentlich die ganze Woche im Shoppingwahn sein kann und gute Schnäppchen machen kann. Und deswegen dachte ich mir, damit wir alle die optimalsten Schnäppchen machen, gebe ich euch mal so ein paar Tipps und Tricks, wie man vielleicht am besten shoppt und worauf man am besten achten sollte. Denn ich muss auch sagen, dass Black Friday oder die ganze Black Week ja bisher eher in den USA so ein Riesending war und hier eigentlich nicht ganz so. Aber es shoppt auf jeden Fall immer mehr hierher und das finde ich mega cool, sowohl online als auch in den Läden. Deswegen gibt es ein paar Sachen, auf die man achten sollte und die besprechen wir jetzt mal. Also, let's go! Mein erster Tipp ist auf jeden Fall, dass ihr euch nicht zu sehr nur auf den Black Friday konzentriert, denn es gibt auch ganz, ganz viele Seiten, die vorher schon mega gute Deals haben, die ganzen Tage vorher, also ab heute, wenn ihr dieses Video seht, zum Beispiel Amazon, die haben jeden Tag wechselnde Angebote, die haben auch so eine riesige Landingpage, da sieht man immer, was es gerade für Sales und für Deals gibt und die sind dann immer nur für 24 Stunden online, ab morgens um 6. Ja, das heißt, es ist nicht jeden Tag das gleiche sozusagen im Angebot. Also schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei, habt da so die Augen offen. Und natürlich gibt es auch noch den Cyber Monday. Das ist ja der Montag nach dem Black Friday. Das ist, glaube ich, dieses Jahr der 2. Dezember. Da gibt es ja auch noch mal ein paar gute Deals. Also ich würde einfach die ganze Zeit die Augen aufhalten. Mein zweiter Tipp ist auf jeden Fall, dass ihr euch gerade auf, sagen wir mal, höherpreisige Sachen, die ihr vielleicht euch wünscht, fokussieren solltet und nicht auf Kleinkram. Ich bin auf jeden Fall selbst jemand, der bei allen Technikgeräten, weil sie natürlich meistens ein bisschen teurer sind, immer mehrfach überlegt und auch Preise übers Jahr vergleicht. Und Black Friday eignet sich auf jeden Fall sehr, sehr gut, um gerade Technik zu shoppen. Und ich wollte euch jetzt mal eine Sache zeigen, die ich wirklich mega finde. Und zwar ist das eine neue Kamera, die ich mir zugelegt habe. Und zwar ist das die Osmo Pocket. Ja, man kann gar nicht glauben, dass das eine Kamera ist. Die ist super klein und handlich, perfekt zum Verreisen und die hat ganz, ganz besondere Features. Und zwar ist es eine Kamera mit einem integrierten Gimbal. Ich weiß nicht, ob ihr den Gimbal kennt, auf jeden Fall balanciert die sozusagen eure eigenen Bewegungen aus. Also das heißt, dass wenn man zum Beispiel läuft und etwas filmt, dass die ganz, ganz sanfte, ruhige Aufnahmen macht. Ich blende euch auch mal ein paar Aufnahmen ein, die ich gestern im Koka gemacht habe. Ich bin nebenher gelaufen und außerdem ist die Qualität der Videos, seht ihr vielleicht, gestochen scharf. Die nimmt Videos in 4K auf und bei Fotos hat die Kamera 12 Megapixel. Mega cool. Also ich finde, man kann aber gar nicht glauben, dass so viel Technik in so einem kleinen Gerät steckt. Außerdem hält der Akku auch mega lange und die filmt echt richtig gut auch bei Dunkelheit. Ich habe mich heute Morgen ein bisschen geschminkt und da war es noch ziemlich dunkel draußen und ihr seht, es ist eigentlich gestochen scharf und sieht total schön aus, die Aufnahme. Und vielleicht fällt euch bei der Aufnahme ein bisschen was auf. Und zwar, egal wie ich mich bewegt habe, die Kamera hat sich mitbewegt. Denn die hat integriert einen Face Track, das heißt eine Gesichtserkennung. Und ja, die fokussiert einen an und man ist dann immer zentriert im Bild, egal wie man sich bewegt. Perfekt so für Städtetrips, wenn man irgendwie seine Umgebung sozusagen erkunden will oder so. Und gleichzeitig gibt es auch noch das Gegenteil praktisch, Active Track. Da könnt ihr dann praktisch einen Gegenstand oder beziehungsweise zum Beispiel ein Tier oder eine Person, die sich bewegt, anfokussieren und dann bewegt sich die Kamera mit, ohne dass ihr euch bewegen müsst. Man kann übrigens auch so Panoramaaufnahmen machen, man kann Timelapse machen, also wirklich eigentlich alles Mögliche. Die ist auch super einfach zu bedienen mit Touch und vielleicht seht ihr dieses kleine Ding hier, man kann das an sein Handy anschließen. Es gibt nämlich so eine App und da könnt ihr dann sozusagen das Bild auch nochmal so sehen und alles da so drüber steuern. Ist das ein bisschen einfacher, wenn ihr das wollt, aber wie gesagt, geht auch alles so. Also dank dieses Drei-Achsen-Gimbals ist es halt so, dass eben diese smoothen Aufnahmen entstehen und ich finde, das sieht einfach aus wie von einer Profikamera. In dem Paket war natürlich auch so eine Schutzhülle dabei und Ladekabel und alles andere. Also da ist man auf jeden Fall gut ausgestattet und diese Kamera gibt es gerade auch im Black Friday Sale. Und zwar anstatt für 359 für 309 Euro. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass ich damit hoffentlich euch noch ein paar coole Aufnahmen machen kann, auch für Instagram und so. Und ich zeige euch das natürlich aus einem bestimmten Grund, denn es gibt auch ein Gewinnspiel und zwar könnt ihr eine Osmo Pocket gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf den Link, der in der Infobox genau unter diesem Video in der ersten Reihe ist, klicken. Da kommt ihr dann auf die Rabattseite von der Osmo Pocket. Dann müsst ihr einen Screenshot von der Seite machen und dieses Bild dann auf einem eurer sozialen Medien posten mit diesen Hashtags, die ich euch hier einblende und den Verlinkungen, unter anderem auch mich verlinken. Das muss übrigens ein Post sein, also es gilt nicht irgendwie in die Story. Ihr müsst einen Post machen, entweder auf Twitter, Instagram oder Facebook, damit man natürlich auch sieht, dass ihr daran teilnehmen wollt. Und ihr müsst auch dazu schreiben, dass ihr eben am Gewinnspiel teilnehmen wollt, damit alle Bescheid wissen. Das Gewinnspiel geht übrigens bis zum 15. Dezember und Leute, macht mit, es lohnt sich. Das ist wirklich mega einfach zu bedienen und
einfach eine mega Kamera. Mein dritter Tipp ist auf jeden Fall, schreibt euch vorher eine Wunschliste. Also am besten, bevor ihr jetzt irgendwo online nach Deals guckt, schreibt euch auf, was braucht ihr oder was wünscht ihr euch. Und dann schaut ihr, weil ansonsten gerät man einfach ganz schnell in so einen Kaufrausch und dann bestellt man Sachen, die man überhaupt nicht braucht, weil ja, die einfach irgendwie im Sale sind oder irgendwelche Angebote so verlockend klingen. Nummer 4 ist auf jeden Fall, recherchiert auch die Originalpreise. Es gibt nämlich durchaus auch Online-Seiten oder auch in den Läden die Fälle, dass angebliche Preise draufstehen, was das Teil vorher gekostet haben soll. Aber wenn man mal genauer schaut, dann sind die einfach nur angehoben worden, damit der Sale noch krasser klingt. Wisst ihr, was ich meine? Von daher seid ihr auf jeden Fall auf der Hut, nicht, dass ihr am Ende dann irgendwie so denkt, okay, jetzt habe ich fast gar nichts gespart und trotzdem wurde ich dazu verleitet, es zu kaufen. Deswegen seid ihr auf jeden Fall vorsichtig und ich weiß einfach, wie man sonst ist. Man ist in so einem Wahn und will alles haben. Dann Nummer 5 ist auf jeden Fall, dass ihr euch bei den Newslettern anmeldet. Ich bin ehrlich gesagt auch jemand, der sich so denkt, boah, nee, nicht noch irgendeine Spam-E-Mail. Aber von gewissen Online-Shops oder so Läden, die ihr einfach gut findet, lohnt es sich einfach. Weil es gibt durchaus mal den Fall, dass die irgendwie so geheime E-Mails rausschicken für alle Newsletter-Kunden mit irgendwelchen geheimen Codes, wo man noch extra Rabatt bekommt oder vielleicht nur versandkostenfrei. Also on top von den Deals, die es sowieso für alle normalen Kunden gibt. Also so Secret Sales und Gutscheincodes gibt es echt öfter, als man denkt. Deswegen, ja, schaut aber vorbei und ihr könnt sonst ja auch wieder den Newsletter irgendwann entabonnieren. Der nächste Tipp ist auf jeden Fall, dass ihr euch mal auf diesen ganzen Coupon-Seiten umschaut. Ich kann euch mal ein paar davon verlinken. Zum Beispiel dieses Rabattguru oder Coupon-Sammler. Da findet ihr immer ganz, ganz viele ja, Codes zum Beispiel, die ihr eingeben könnt beim Checkout, wo ihr noch irgendwie andere Rabatte bekommt oder vielleicht irgendwelche anderen Deals. Einfach Sachen, die vielleicht einfach versteckt auf den Seiten sind oder von denen man einfach, weil man nur Sachen in den Warenkorb legt, gar nichts mitbekommt. Das heißt, da könnt ihr einfach sowieso immer gucken. Und vielleicht habt ihr sogar doppelten Rabatt, also Black Week Rabatt oder Black Friday Rabatt und dann noch irgendeine andere Aktion, die sowieso noch gilt. Also schaut mal bei diesen Seiten vorbei, das kann ich eigentlich euch immer raten, denn fast jede größere Seite hat irgendeinen Deal immer. Der nächste Tipp ist auf jeden Fall Cashback. Eine Sache, die sich das ganze Jahr über lohnt, wenn ihr online shoppt. Und zwar habe ich euch davon schon mehrfach in Sparhack-Videos erzählt. Ihr müsst euch einfach nur auf Cashback-Seiten anmelden. Zum Beispiel iGral, eine meiner Lieblingsseiten. Und dann habt ihr sozusagen ein Konto. Ihr könnt dann ganz einfach so ein Browser-Tool aktivieren. Das heißt, egal auf welcher Seite ihr gerade shoppt oder seid, dann wird euch die Cashback-Seite daran erinnern, dass es da eben so viel Prozent Cashback gibt. Und automatisch landet dann ein gewisser prozentualer Anteil eurer Summe, die ihr ausgegeben habt, wieder zurück auf eurem Cashback-Konto. Und das könnt ihr euch dann auszahlen lassen ab 20 Euro oder so. Und glaubt mir, das lohnt sich wirklich, weil teilweise gibt es irgendwie 7 oder 10% Cashback. Überlegt euch mal, wenn ihr 60 Euro ausgibt, habt ihr schon 6 Euro sozusagen wieder geschenkt bekommen. Also das ist echt eine Sache, die sich wirklich am Ende des Tages immer lohnen wird. Der nächste Tipp ist, dass ihr einfach mal online und dann die Läden vergleicht. Es ist meiner Meinung nach so, dass man online mehr sparen kann. Aber ich liebe ehrlich gesagt es auch in den Läden zu shoppen. Ihr könnt mir auch schreiben, seid ihr eher Team Online-Shoppen oder seid ihr Team im Laden shoppen? Aber es gibt auch viele Einkaufszentren, falls ihr einfach nicht die Online-Shopper seid oder ihr das einfach nicht wollt. Ich habe zum Beispiel auch ganz viele Freundinnen, die nie online shoppen und wirklich nur zum Shoppen in die Läden gehen. Dann kann ich euch empfehlen, dass echt einige Einkaufszentren an Black Friday abends so eine Art Black Friday Shopping-Erlebnis machen. In Hamburg zum Beispiel hat am Freitag das IZ länger auf. Und da gibt es überall Plakate und ich gehe da auf jeden Fall auch hin. Ich finde das irgendwie cool. Ich mag diesen Vibe, dann wenn alle Leute so im Shopping-Laune sind. Und ja, das ist einfach auch cool. Also perfekt für alle, die gerne einfach mal in den Läden stöbern. Dann habe ich noch den Tipp, wenn ihr shoppen geht, plant direkt eure Weihnachtsgeschenke mit ein. Also überlegt euch einfach vorab, bevor ihr losgeht, könnte ich nicht schon ein bisschen was für das und das Geschenk shoppen? Dann habt ihr das einfach sozusagen schon erledigt und macht sogar noch vielleicht einen guten Deal. Weil ihr wollt ja nicht am 23. Dezember loslaufen, ne? Das sollte nicht der Fall sein. Und einen Tipp habe ich noch, übertreibt es nicht. Also gerade in Amerika, da ist es ja immer so crazy, dass es da so viel hier noch, bei 2 Kerzen gibt es noch 4 dazu gefüllt. Dann denkt man sich, oh, wenn ich 4 Kerzen kaufe, kriege ich ja direkt 8. Also da kommt man, glaube ich, ganz schnell in so einen Wahn und denkt sich so, ich brauche alles, aber ja, fokussiert euch auf das, was ihr wirklich wollt. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt auf jeden Fall an das Gewinnspiel für die Osmo Pocket. Die Kamera ist wirklich super toll. Alles steht auch nochmal unten in der Infobox. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Wie gesagt, mich findet man auf jeden Fall nicht nur online dieses Mal, sondern auch
in den Läden, glaube ich. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und war hilfreich. Ich freue mich über Feedback und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!